Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Donnerstag, den 11. Juni, es ist 15.04 Uhr. Ich muss diesen DAX-Film vorziehen, weil ich am Wochenende wieder umziehe und deswegen da kein Internet habe, deswegen mache ich jetzt am Donnerstag, dann wird er heute auch überall reingestellt. Tja, was ist das hier? Wir waren fast bei 13.000 und dann haben wir mal ordentlich die Blutgrätsche eingelegt. Wir sind im Moment ziemlich genau an der 200-Tage-Linie, 12.136 auf Xetra. Wir haben die 10-Tage-Linie gesehen, die Amis sind im Moment bei 4,91% im Minus, der DAX bei 4,01% heute hier am Donnerstag und als nächste Unterstützung haben wir die 20-Tage-Linie, die sich morgen verbindet, wo ist denn hier mein, da, die sich morgen verbindet hier mit dem Hoch vom 28.05. bei rund 11.817 morgen, also am Freitag. Das sind so die nächsten Unterstützungen. Wir haben weit geöffnete Bänder gehabt, dann ist das untere Band, das der Bewegung entgegengesetzte Band, ist also am Dienstag, hat dann die Richtung gewechselt und das war dann so eins der Signale dafür, dass zumindest hier oben nicht nennenswert weitergeht. Wir haben eine ganze Reihe von Unterstützungen hier, weil der Chart ist ja ordentlich gelaufen. Wir haben hier die Unterstützung im Bereich von den 11.817, die 20-Tage-Linie. Wir haben hier die nächste, also ist schon einiges. Ich glaube also nicht, dass wir jetzt hier fett runterfallen, einmal das Bollinger-Band komplett durchlaufen. Das glaube ich nicht. Da wären wir nämlich unten irgendwo so bei 10.480. Aber das MACD ist negativ. Es sind hier mehrere Histogrammbalken negativ. Die Stochastik hat ein ganz frisches Verkaufssignal gegeben. Die Shorts haben ausgehechelt. Das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Die waren wirklich am Hecheln, die konnten nicht mehr. Was aber auch nicht schwer war, nach dieser langen, fetten, intensiven Bewegung, irgendwann können die dann auch nicht mehr. Das heißt, wir sind momentan hier in so einer kleinen Abwärtsbewegung drin, die allerdings jede Menge Unterstützung hat. Ich glaube hier nicht an eine Neubewertung der Aktien auf Sicht der nächsten 4 bis 6 Wochen. Das hier ist für mich also das Maximum, was wir fallen könnten, 11.800 in der nächsten Bewegung. Und da muss man einfach mal schauen. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Für den Fall, dass ihr sagt, dass der Schlegel da erzählt, ist alles Quatsch. Wir gehen nur hoch oder wir gehen nur noch runter. Das ist die Pause, die erfrischt. Für einen Call habe ich mich entschieden für die 11.534. Die liegt unterhalb von dieser Unterstützung und unterhalb von der 20-Tage-Linie. Das sollte erstmal reichen. 11.534 ist der Call mit momentan einem Hebel von 19. Von Goldman Sachs mit der Kennnummer GC53J2. GC53J2. Für einen Short muss ich hinter das letzte Zwischenhoch gehen. Das wäre sowas hier, 12.988. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Bertha 9VWM. GB9VWM. 12.987. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen austoben. Das war zu viel, was er nach oben gestiegen ist. Es geht zu schnell wieder runter. Er ist super nervös, der Freund hier. Aber man muss den jetzt mal sich ein bisschen austoben lassen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Ich denke, dass ich Filme machen kann, wieder so ab heute in einer Woche, hoffe ich, dass ich Internet habe. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Bye, bye.